Die Liste ihrer Theater- und Filmauftritte ist lang. Wenn Sie den Namen Gabi Dohm hören, denken viele aber vor allem an eines, das Erfolgsformat Die Schwarzwaldklinik aus den 80ern. An der Seite von Dr. Brinkmann, gespielt vom 2007 verstorbenen Klaus-Jürgen Wusso, macht die damals Mitte 40-jährige Gabi Dohm eine spannende Entwicklung durch. Von der Krankenschwester Christa mausert sie sich nicht nur zur Ärztin Dr. Brinkmann, sondern wird auch ein echter Publikumsliebling. Heute, mehr als 30 Jahre später, sieht Gabi Dohm immer noch blendend aus und scheint in letzter Zeit kaum gealtert zu sein. Das wird deutlich, wenn man zum Beispiel mit diesem Auftritt von vor 10 Jahren vergleicht. Nur selten lässt sich die 75-Jährige noch auf öffentlichen Events blicken. Umso mehr freuen wir uns, als wir Gabi Dohm auf den diesjährigen InHorgenta Awards, den sogenannten Schmuck-Oscars in München, zum Interview treffen. An welchen Projekten arbeitet die Schauspielerin aktuell? Ja, also es sind sehr viele Sachen, die erstens mal wiederholt werden. Und dann habe ich eine Lanz-Verfilmung gemacht. Und dann habe ich eine Rolle auf dem Traumschiff gemacht, die besonders ist. Ich habe das nicht immer gemacht, aber diesmal ist es eine sehr schöne Rolle und ein sehr gutes, wird zu Ostern gesendet, ist ein Special auch und spielt in Afrika und das hat mir große Freude gemacht. Ja, ich war sehr viel unterwegs. Und neben der Schauspielkarriere ist die gebürtige Österreicherin vor allem auch eines, leidenschaftliche Oma. Da war das enorm interessant ist zu beobachten, wie unterschiedlich zwei Jungs und ein Mädchen sein können. Das zu beobachten, wie sie sich entwickeln und was alles schon vorher in die Wiege gelegt ist, dass eben nicht alles Erziehung ist, dass sie eben enorm viel Eigenes schon mitbringen. Das ist interessant zu beobachten. Wir hoffen, dass wir Gabi Dohm noch lange auf den Bildschirmen und Bühnen dieser Welt sehen.